Im letzten Thema zu diesem Themenbereich kümmern wir uns jetzt noch um Sequenz- und Kollaborationsdiagramme in UML. Die nehmen wir als Beispiel für die Kommunikationsmodellierung her. Wir werden sehen, die Konzepte, die wir da brauchen, um zu beschreiben, wie Softwarekomponenten miteinander kommunizieren, die können wir mehr oder weniger eins zu eins später auch auf Kommunikationsprozesse in der Geschäftsprozessmodellierung, in der organisationalen Modellierung übersetzen. Wir werden die Konzepte, die wir da jetzt besprechen, einerseits in der BPMN im Themenbereich 3 wiederfinden und dann vor allem auch im Themenbereich 4, wo wir uns dann auf Kommunikationsmodellierung fokussieren. So, was ist jetzt ein Sequenzdiagramm? Ein Sequenzdiagramm sagt der Name schon, kümmern wir uns zuerst um Sequenz, später dann um die Kollaborationsdiagramme, sagt der Name schon, beschreibt eine Sequenz an, im konkreten Fall jetzt Kommunikationsvorgängen. Das heißt, wir beschreiben im Wesentlichen die Reihenfolge an Nachrichten, die zwischen einzelnen Objekten im Softwarefall ausgetauscht werden. Und was dann jeweils passiert, wann eine Nachricht ankommt. Dazu sind wir wieder akteurszentriert oder objektzentriert unterwegs, was bei den Aktivitätsdiagrammen die Partitions war, sind jetzt an dieser Stelle die Lebenslinien der einzelnen Objekte. Wenn wir uns das hier anschauen, bei den Notationselementen gibt es hier einzelne Objekte. Diese Objekte haben nach unten hin verlängerte Linien, die angeben, wie lange oder zu welchem Zeitpunkt ein Objekt existiert oder nicht mehr existiert. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wann eine bestimmte Nachricht kommt, wird ein Objekt instanziert. Ja, kennen wir aus der Softwareentwicklung, wenn wir den Konstruktor einer Klasse aufrufen, wird ein neues Objekt erzeugt. Dann kann man mit diesem Objekt interagieren und irgendwann braucht man das Objekt nicht mehr, dann wird es weggeschmissen, dann wird es zerstört. An dieser Stelle wird dann die Lebenslinie des jeweiligen Objektes wieder aufhören. So, damit haben wir mal die Objekte definiert, die werden in einem Sequenzdiagramm auf der vertikalen Achse im Wesentlichen eingezeichnet. Das heißt, wir haben die Objekte nebeneinander angeordnet und nach unten hin setzen sich diese Lebenslinien fort. Zwischen diesen Lebenslinien sehen wir jetzt unterschiedliche Kommunikationsvorgänge. Das heißt, die Pfeile an dieser Stelle bezeichnen Kommunikationsvorgänge und die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Unterschiedliche Varianten deswegen, weil Nachrichten auf unterschiedliche Arten und Weisen übermittelt werden können. Grundsätzlich zwei Varianten, die man unterscheiden muss, die man auch bis hin zu Communications Engineering, unserem Modul in den höheren Semestern, immer wieder finden werden, wenn wir dann über verteilte Systeme sprechen. Das ist einerseits das synchrone Methodenaufruf oder der Methodenaufruf, die synchrone Kommunikation und die asynchrone Kommunikation. Bei der synchronen Kommunikation ist es so, dass, sehen wir hier, ein Programm oder ein Objekt einen Aufruf an ein anderes Objekt schickt und dann wartet, bis die Antwort zurückkommt und dann erst weitermacht. Ja, also so funktioniert es. Wir rufen hier etwas auf mit einem Parameter, dann geht der Kontrollfluss an das andere Objekt über und erst wenn hier die Antwort zurückkommt, kann dieses Objekt weiterarbeiten. Also wir übergeben den Kontrollfluss, wir machen in der Zwischenzeit als Objekt nichts. Wir warten darauf, dass eine Antwort zurückkommt. Das wäre in der Softwareentwicklung der klassische Methodenaufruf. Ich rufe was auf und sobald die Antwort da ist, kommt der Rückgabewert. Den kann ich dann in der Variable abspeichern und damit weiterarbeiten. Und während dieser Methodenaufruf bearbeitet wird, blockiert mein Objekt, also das aufrufende Objekt, und führt keine anderen Aktivitäten durch. Im Gegensatz dazu gibt es die asynchrone Nachricht. Die asynchrone Nachricht, die sehen wir hier, das ist ein sogenanntes Fire and Forget. Das heißt, wir schicken die Nachricht weg, in dem Fall ist sie als Signal bezeichnet, schicken das Signal weg und kümmern uns nicht mehr weiter drum. Es mag sein, dass irgendwann einmal eine Reaktion auf dieses Signal kommt, aber wir warten nicht drauf. Das können wir verwenden, um, so wie es hier bei den Signalen ist, um andere Objekte über das Eintreten irgendeines Ereignisses, zum Beispiel eines Tastendrucks, zu informieren. Das heißt, das aufrufende Objekt könnte das Objekt sein, das sich um das Tastaturhandling in einem Computerprogramm kümmert. Wenn eine Taste gedruckt wird,
gedrückt wird, dann werden sämtliche anderen Objekte, die sich für Tastendrücke interessieren, benachrichtigt. Ja, denen wird ein Signal geschickt, denen wird eine asynchrone Nachricht geschickt, der dem aufrufenden Objekt, also dem Objekt, das diese Nachricht ausgesendet hat, ist es üblicherweise egal, ob die anderen irgendwas damit machen oder nicht. Es wartet auf jeden Fall nicht auf eine Antwort. Also das muss man unterscheiden. Wenn ich einen Aufruf mache, wo ich eine Antwort erwarte, dann werde ich üblicherweise einen synchronen Aufruf machen. Wenn es nur darum geht, andere zu benachrichtigen, werde ich einen asynchronen Aufruf machen. Ja, dann blockiert mein Objekt nicht und ich kann den Programmaufruf weiter fortsetzen, zum Beispiel auf den nächsten Tastendruck warten, ohne dass ich darauf warten muss, dass irgendwie die Antwort zurückgekommen ist. Wenn wir das jetzt versuchen, in einem Gesamtbeispiel anzusehen, also es gibt dann nur eben die Möglichkeit, ein Objekt zu erzeugen und zu zerstören und einen Selbstaufruf, also dass man eine andere Methode im gleichen Objekt aufruft, das ist vielleicht nicht so relevant. Wichtiger wird es hier, wenn wir, was wir uns hier anschauen können, ein Sequenzdiagramm als Ganzes jetzt betrachten, dann sehen wir haben zwei Objekte. Hier wird ein anderes Sequenzdiagramm referenziert. Also auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, so eine Abstraktionsebene einzuführen. Wir können mehrere Blöcke von Referenzen untereinander gruppieren und die detaillierten Sequenzdiagramme in separaten Diagrammen dann beschreiben, so wie wir es hier haben. Was wir hier sehen, ist einmal ein synchroner Aufruf, wo nicht auf eine Antwort gewartet wird und dann ein synchroner Aufruf, wo wir auf eine Antwort warten. Hier sehen wir, dass in Sequenzdiagrammen auch die Abbildung eines Kontrollflusses möglich ist mit diesem alternativen Block, dieser Alt-Block, der kennzeichnet, je nachdem, welchen Wert ein bestimmtes Attribut hat, eine bestimmte Variable hat, dass ein Kommunikationsvorgang ausgeführt wird oder in den anderen Fällen ein anderer Kommunikationsvorgang abgebildet wird. Grundsätzlich ist es aber eben so, dass wir die Sequenz an Nachrichten, die ausgetauscht werden, abbilden. Das heißt, wenn wir auf unseren Mensa-Automaten unserem Mensa-Automaten-Beispiel vom Thema 2.3 zurückkommen, dann gibt es einen Akteur Kunde. Also hier könnte man auch nicht nur Softwareobjekte abbilden, sondern auch Akteure. Der interagiert mit dem Mensa-Automaten und dieser Mensa-Automat hat ein Display. Wir haben hier ein Schleifenkonstrukt. Solange die Summe nicht reicht, gibt der Kunde Geld ein, und zwar einen bestimmten Betrag. Der Mensa-Automat prüft es intern, das ist hier nicht abgebildet, weil es uns hier um die Kommunikationsprozesse geht. Sofern die Prüfung erfolgreich war, wird die Anforderung um die Anzeige des Betrags ans Display geschickt. Das Display sagt, ja, ich habe angezeigt, und der Mensa-Automat gibt die Kontrolle dann an den Kunden zurück und dann kann der nächste Geldbetrag wieder eingegeben werden. Das kann man natürlich wieder beliebig komplex machen. Man kann die einzelnen Lebenslinien auf unterschiedlichen Granularitätsebenen definieren. Laut Standard ist jede Lebenslinie ein einzelnes Objekt. Man kann so Sequenzdiagramme natürlich auch auf einer abstrakteren Ebene definieren und einzelne Komponenten miteinander kommunizieren lassen. Also beschreiben, zum Beispiel wie ein Webbrowser mit einem Server kommuniziert, welche Aufrufe da laufen, um eine bestimmte Applikation zu realisieren. Sequenzdiagramme fokussieren, haben wir jetzt gerade gesehen, auf den Kommunikationsablauf und bieten noch solche Modifikatoren, die es erlauben, den Kontrollfluss innerhalb des Programms darzustellen, also sowas wie die Alternativen, sowas wie die Loops, sowas wie die Referenzierung, die dabei hilft, Abstraktionsebenen einzuziehen und ermöglichen deswegen insgesamt eine relativ komplexe, nach wie vor trotzdem kompakte Darstellung von Kommunikationsabläufen in technischen Systemen oder sogar in soziotechnischen Systemen. Wenn wir uns ein bisschen ein komplexeres Beispiel ansehen, wieder der Mensa-Automat, aber jetzt
etwas umfassender ausgeführt, haben wir jetzt als Akteur wieder den Studierenden. Wir haben jetzt auch modelliert den Kartenleser, das Objekt Mensa-Karte an sich, also nicht die physische Karte, sondern die datentechnische Repräsentation der Mensa-Karte. Wir haben die Display-Komponente und wir haben den Geldeinzug. So, was passiert? Die Karte wird eingegeben, damit fängt der Kartenleser zu arbeiten an. Deswegen beginnt hier dessen Lebenslinie. Der Kartenleser sagt jetzt, liest die Karte und erzeugt damit das Datenobjekt, Mensa-Karte. In dieses Datenobjekt wird offensichtlich reingespeichert, welcher Geldbetrag auf der Karte noch vorhanden ist. Und dieser Betrag wird an den Kartenleser zurückgegeben. Mit dieser Information kann der Kartenleser jetzt zum Display gehen und dem Display sagen, zeig mir den Betrag an. Damit geht die Kontrolle zum Display, bis die Anzeige erledigt ist und dann geht der Kontrollfluss wieder zurück. So, jetzt ist der Studierende wieder am Zug. Wir haben jetzt am Display den Geldbetrag angezeigt und jetzt wird es darum gehen, Geldscheine einzugeben. Das heißt, Studierende setzt die Aktion Geld ein. Der Geldeinzug, also wieder die datentechnische Repräsentation des Geldeinzugs, prüft jetzt den Schein, das dauert eine Zeit, das ist so ein rekursiver Aufruf im gleichen Objekt. Wenn der Schein erkannt wurde, wir haben hier so einen alternativen Block, wenn der Schein erkannt wurde, sind wir im oberen Bereich, dann wird der erkannte Betrag angezeigt, das wird wieder dem Display übergeben und danach der Betrag auf die Karte geschrieben. Das geht wieder an die datentechnische Repräsentation der Mensa-Karte. Wenn der Schein nicht erkannt wurde, dann wird das Geld wieder oder der Geldschein wieder ausgeworfen. Und das Ganze ist eingebettet in eine Schleife, so dass man mehrere Geldscheine eingeben kann, bis man mit dem aufgeladenen Geldbetrag zufrieden ist und dann wird die Karte wieder herausgezogen und damit das Datenobjekt Mensa-Karte letztendlich wieder abgeschlossen. Also da würde man wahrscheinlich noch so ein X ins Diagramm normalerweise mit reinzeichnen. So, das also ein bisschen ein komplexeres Beispiel für ein Sequenzdiagramm. Das Kollaborationsdiagramm, wenn wir das jetzt gegenüberstellen, setzt ein bisschen einen anderen Fokus. Im Kollaborationsdiagramm sehen wir die Kommunikationsvorgänge zwischen den einzelnen Objekten auf einen Blick flach gedrückt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Objekte als Lebenslinien nebeneinander. Wenn das nämlich viele werden, dann wird es irgendwann einmal trotzdem unübersichtlich. Hier können wir es auf einer zweidimensionalen Ebene anordnen. Wir haben also wieder den Studierenden, wir haben den Kartenleser, wir haben den Geldeinzug, das Display und die Mensa-Karte als datentechnische Repräsentation der Mensa-Karte und bilden jetzt die gleichen Kommunikationsvorgänge als Linien zwischen diesen interagierenden Objekten ab. Also jede Verbindung, die wir hier haben, mal das nochmal anders einzeichnen, jede Verbindung, die wir hier haben, stellt dar, dass die einzelnen Komponenten miteinander interagieren können. Ja, man sieht auch, dass zum Beispiel der Studierende nicht direkt mit der Mensa-Karte interagiert, das geht nicht. Sondern Studierender kann nur mit dem Geldeinzug und mit dem Kartenleser interagieren. Man muss die Karte reinstecken, kann Geldscheine reinstecken. Das Display wird von den Komponenten im Hintergrund angesteuert, genauso wie die datentechnische Repräsentation der Mensa-Karte. Und an diese Kommunikationsmöglichkeiten, die wir da jetzt sehen, im Gegensatz zum Sequenzdiagramm übrigens, da haben wir das nicht so explizit gesehen, an diese Kommunikationsmöglichkeiten kann man jetzt die Kommunikationsabläufe noch mit dran schreiben. Die sehen wir hier, das sind die gleichen, wie wir es vorhin gesehen haben. Karte eingeben, Karte auslesen, also Kartenbetrag auslesen. Die Nummer 3 sehen wir jetzt nicht da, der Betrag anzeigen. Dann das Geld eingeben, das ist jetzt ein bisschen selektiv, Geld eingeben, Schein prüfen, Betrag anzeigen, auf die Mensa-Karte schreiben oder Geld wieder auswerfen. Was wir hier ganz klar sehen, wir sehen zwar, welche Nachrichten grundsätzlich ausgetauscht werden, aber wir sehen nicht so gut, in welcher Reihenfolge, ja, das sehen wir nur durch die Nummerierung und wir sehen überhaupt nicht, ob da irgendwelche Kontrollflusskonstrukte dahinter liegen. Zum Beispiel können wir nicht unterscheiden, oder können wir nicht erkennen, dass auf die Karte schreiben und Geldschein auswerfen
exklusiv sind, also dass das zwei Alternativen sind, die nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen können. Wir sehen hier nur, es gibt diese Kommunikation, die läuft zwischen diesen Komponenten. Wir sehen grob die Abfolge. Das Sequenzdiagramm bleibt aber hier ausdrucksstärker. Wir können also detaillierter darstellen, welche Kommunikationsabläufe da laufen. Das Kollaborationsdiagramm legt viel stärker Wert auf die Darstellung der grundsätzlichen Kommunikationskanäle, die möglich sind. Ja, ist es besser als das Sequenzdiagramm, ist aber schwächer in der Abfolge der eigentlichen Sequenz. Das heißt, je nach Anwendungsfall, ja, wir sind wieder dort, wo wir ganz zu Beginn diskutiert haben, ein Modell brauche ich immer für einen bestimmten Zweck, je nach Anwendungsfall werde ich entweder das Sequenzdiagramm oder das Kollaborationsdiagramm verwenden, um unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Genau das Gleiche haben wir wieder in der organisationalen Modellierung, in der Kommunikationsmodellierung im organisationalen Kontext. Auch dort gibt es Diagramme, die nur die Kommunikationsvorgänge zwischen Akteuren darstellen, ohne auf die genaue Abfolge vielleicht noch einzugehen, um zu identifizieren, wo sind denn Kommunikationsknotenpunkten, wer ist denn vielleicht überall involviert und deshalb vielleicht leicht überlastet. Und auch wieder Diagramme, die die Sequenz der Kollaboration, der Kommunikation darstellen, um exakt nachvollziehen zu können, wann, zu welchem Zeitpunkt spricht denn wer mit wem und gibt es da vielleicht Ineffizienzen, die man verbessern könnte oder die man beheben könnte. So, quasi aus der Softwarewelt heraus begeben wir uns jetzt dann im Themenbereich 3 in die organisationale Welt hinüber. Hier haben wir jetzt die grundlegenden Konstrukte sowohl der Prozessmodellierung als auch der Kommunikationsmodellierung eingesetzt und die werden wir jetzt dann transferieren in den Anwendungsbereich der Modellierung von organisationalen Abläufen und Kommunikationsprozessen.